Ja, ich habe überlegt, wie wir das am besten machen. Ich hatte ja in dem anderen Video, Leute, guckt hier mal auf die Links, da ist ein Link zu dem Video, wie die ursprüngliche Aufgabenstellung war. Hatte ich ja aus der Van der Waals Gleichung, hier, das ist er, hatte ich B und A durch geschicktes Umstellen ermittelt. Aber schauen wir uns nochmal das PV-Diagramm an. Da wissen wir ja, die Isotherme, die läuft so, dass die hier einen Wendepunkt hat. Ja, hier einmal eine Linkskurve und dann geht es zur Rechtskurve und ein Wendepunkt, wissen wir noch aus der Mathematik. Die erste Ableitung ist 0, ne, Steigung ist 0, genau an der Stelle. Und die zweite Ableitung ist auch 0. Also ich hätte hier eigentlich zwei Striche hin machen müssen. Wenn ihr das manchmal d hoch 2 seht, dann ist damit auch die zweite Ableitung gemeint. Gut, okay. Jetzt folgenden Vorschlag, wir machen das alle gemeinsam. Wir müssen irgendwie eine Gleichung aus dieser Van der Waals Gleichung machen, die p alleine stehen lässt. Erster Schritt, und jetzt mache ich Pause, formt mal die Gleichung bis dahin um und eliminiert dann auch diesen Schritt und dann werden wir das sehen, dann treffen wir uns gleich wieder. Ich mache Pause, am besten ihr drückt zu Hause die Pause-Taste, schreibt die ganzen Kram ab und stellt sie mal um. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, ne? Ist eigentlich selbsterklärend, Regiestriche schön machen und so weiter, dann muss das so aussehen. Vielleicht steht bei euch das P nur alleine, aber wir können jetzt schon sagen, P ist abhängig von V. Ne? V bestimmt, wie es läuft und P ist ein Resultat davon, also das ist wie praktisch eine Art X-Achse und eine Y-Achse. So, also P in Abhängigkeit von V ergibt das. So, und jetzt müssen wir das ableiten. Leute, Kettenregel. Und ich schlage vor, na, ich mache noch mal kurz Pause. Ich schreibe euch das mal auf, damit ihr dann vielleicht noch mal besser ableiten könnt. Ich habe diese Formel mal umgeschrieben. Ich habe mal die Bruchstriche weggelassen und habe das als Exponenten dargestellt. Also deswegen hoch minus 1. Vielleicht mache ich hier noch einen Link, damit ihr dann seht, wie man mit solchen alten Weisheiten umgeht. Gut, und jetzt ableiten. Achtung, innere und äußere, das ist nicht so gefährlich. Da die innere Ableitung sowieso 1 ergibt, leitet mal zweimal ab, sodass eine erste und eine zweite Ableitung dasteht und dann sehen wir uns wieder. Ich schreibe das auch auf, also ich mache es genauso wie ihr. Na, habt das so? Also hier erste Ableitung, Achtung, die minus 1, dann wandert als Faktor davor. Ich habe das deswegen in Klammern geschrieben, weil sonst das Minus ganz schnell mal verloren geht. Hier entsprechend der Exponent minus 1. Um 1 vermindert, ergibt minus 2. Und hier habe ich die minus 2. Achtung, hier stand ein Minus. Minus mal Minus ist Plus. Die 2 davor geschrieben. Das a bleibt. Und wieder um einen vermindert, ergibt sich dann hoch minus 3. Ähnlich dann hier bei der zweiten. So, liebe Leute, jetzt wird es ein bisschen spannend. Jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen umformen. Denn wir wissen ja, nicht zu vergessen, die beiden Ableitungen, die erste und die zweite, die sind 0. Das ist ja das Schöne daran. Na komm. Das heißt, wir schreiben hier vorne 0 ist gleich und ziehen mal die ganze Sache rüber hier. Die eine Seite, die andere Seite oder nicht. Mal sehen, wie ihr es macht. Ich mache mal den nächsten Schritt und ihr versucht es mal auch und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich hatte mich verständlich ausgedrückt. Was ich wollte, wir setzen das 0 und bringen diesen Term hier durch diesen Schritt nach drüben. Und jetzt macht das mal mit der zweiten Ableitung genauso und schreibt den Term hier hin, extra hier auf diese Seite. Wir werden dann gleich sehen, warum. Also, wir sehen uns gleich wieder. Alles umformen, hinschreiben. Und denkt dran, wenn ihr es in Bruchschreibweise schreibt, hier kann man die 2 und die 6 kürzen. Also, bis gleich. So wollte ich das haben, ne? Dass das jetzt hier so dasteht. Und jetzt gucken wir uns mal die beiden Dinge an. Wenn ich die beiden so umstelle, dass a alleine steht, hier auf beiden Seiten, dann kann ich nämlich dann gleichsetzen. Also, macht das mal. Naja, wir können es auch schnell mal gemeinsam machen. Ach, nein, das war jetzt nicht schön, ist aber nicht das Problem. Also, Regiestrich und jetzt mal v hoch 3. Und da die mal 2 stört durch 2. Dann ergibt sich dieser Term hier und das gleiche macht er mal hier. Also mal v hoch 4 durch 3. Und dann sehen wir uns wieder.
So Leute, jetzt sind wir in einer beneidenswerten Lage, denn A ist das Wert, A ist aber auch das Wert. Klar, jetzt können wir diesen Term gleich den Term setzen. Macht das mal, wir sehen uns gleich wieder. Habt ihr es so? Merkt ihr, was das Schicke ist? Wir haben keinen A mehr drin. Wir haben nur noch ein B und der Rest bleibt ähnlich. Und jetzt müssen wir bloß noch eins machen. Jetzt sagen wir mal ganz einfach, damit eine Gleichung entsteht, die 0 ist gleich heißt, sagen wir mal einfach, oh, das ist manchmal nervig mit dem Ding. Sagen wir mal ganz einfach hier, minus linker Term. So, das entsteht 0 ist gleich. Und Achtung, der Term rutscht mit dem negativen Vorzeichen nach da drüben. Macht das mal, wir sehen uns gleich wieder. So soll das aussehen. So, und jetzt sehen die Nenner sehr ähnlich aus. Und jetzt machen wir das, indem wir das gleichnamig machen. Wie wird man das machen? Warum? Der Hintergrund ist, wenn ich die gleichnamig mache, schreibe ich die auf einen Bruchstrich, nehme dann mal den Nenner, dann ist 0 mal der Nenner hier 0 weiterhin und hier der Gesamtnenner, den wir dann gleich gebildet haben, der verschwindet und wir können dann ohne Brüche weiterarbeiten. So, jetzt folgende Überlegung. Hier steht v minus b in Klammern hoch 2, hier steht v minus b in Klammern hoch 3. Aber ich schreibe es mal hin, v minus b in Klammern hoch 3 könnte man auch als v minus b in Klammern hoch 2 mal in Klammern v minus b schreiben. Und das wendet jetzt mal an, das hier, das Ding. Das wendet mal darauf an und macht das Ding gleichnamig und dann schreiben wir das alles auf einen Bruchstrich. Macht das mal, wir sehen uns gleich wieder. Wisst ihr was, mir ist noch was eingefallen. Bevor wir das machen, nehmen wir doch gleich, Achtung, ja. Mal, ich schreibe es mal so, mal beide Nenner. Mal beide Nenner. Denn dann haben wir nämlich den gleichen Effekt und können uns einen Schritt sparen. Ist nicht mehr ganz so viel Schreiberei. Macht das mal. Nehmt mal. Mal diesen Nenner und dann werden wir sehen, was passiert. Also, bis gleich. Nicht vergessen, jeden Term, ne? So, meine Damen und Herren, ich habe das mal ein bisschen rübergeschoben, weil sonst die Zeile zu lang wird. Jetzt kam der Trick, den ich vorhin vorgeschlagen habe. Also, dadurch, dass ich diesen Term hier, den mit dem mal genommen habe, auch und den hier mit dem auch. Aber da ich also praktisch mal das, also mal beide Nenner genommen habe, es bleibt hier drüben eine 0. Und hier oben muss es allerdings, ne, wie eine Überkreuzmultiplikation, muss es hier wieder erscheinen und hier auch. Und hier dieser Term entsteht hier drüben. Ich habe den jetzt mal anders geschrieben. Ich habe mal die 2 hier davor geschrieben und die 3 hier und habe jetzt diesen Trick angewandt. Ich habe hier raus v minus b in Klammern hoch 2 mal v minus b, was ich vorhin gesagt habe, gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir ausklammern können. Und zwar, ich highlighte das mal. Das ist das r, das t. Hier auch r und t sind beiden drin. Und im v hoch 4 steckt aber auch ein v hoch 3 drin. Also das können wir auch nur ausklammern. Und da wir diesen Term hier, das hier hoch 2, auch in beiden haben, durch dieses Auseinanderschreiben sieht man das besser. Deswegen habe ich das vorgeschlagen. Wer es so macht, der macht es so. Werden wir diesen ganzen Kram mal ausklammern und dann werden wir mal gucken, was passiert. Klammert das mal aus und schreibt also 0 ist gleich tralala hin. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, ihr habt das auch so. Achtung, pardon, da hier ein v hoch 4 steht, bleibt hier noch ein v übrig. Wir haben ja v hoch 3 ausgeklammert. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt dividieren wir durch diesen Term. Warum? 0 durch diesen Term bleibt 0. Hier links ändert sich nichts und wir werden diesen Blödsinn los. Also, das sieht dann so aus. Macht das mal, dann bleibt eigentlich gleich nur noch was stehen hier. Das verschwindet. Und der Kram bleibt stehen. Wir schreiben es mal gemeinsam auf. Sehen uns gleich wieder. Ja, so sieht es aus. Und jetzt kommt folgende Aufgabe. Und dann, das machen wir wieder gemeinsam. Ihr zu Hause, ich hier. Wir werden hier das Ding mal ausmultiplizieren und dann zusammenfassen. Und dann werden wir auf unsere Lösungsformel für das B kommen. Also bis gleich. So, Damen und Herren.
So sieht das dann aus, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Damit wir an das A auch rankommen, werde ich das Video hier jetzt erstmal beenden und mache jetzt hier zum Schluss einen Link, wie komme ich auf das A. Das haben wir eigentlich schon ein bisschen, denn, na, wo ist es? Na, hier könnte man schon was machen, aber wir werden das durch B ersetzen, aber das mache ich extra. Also bis gleich. Tschüss.